Wodurch ist Karl Küpper berühmt geworden? Karl Küpper ist berühmt geworden durch seine politischen Reden. Er war der erste Karnevalist, der nach langer Zeit der Anpassung hier in Köln in den 20er Jahren weg von der Volkstümelei in den Reden gegangen ist und gesagt hat, der Karneval muss an seine Ursprünge wieder zurück. Die Ursprünge sind, wir müssen die Oberen kritisieren. Und er machte das damals in den 20er Jahren eben mit dem Reichspräsidenten, er machte das mit den Parteien. Und er behielt dies auch bei 1933, als die Nazis ans Ruder kamen. Karl Küpper war in dem Sinne eine Ausnahme, indem er der Einzige war, der den Mut besaß, diese Herrschaft zu kritisieren, verächtlich zu machen, durch den Kakao zu ziehen. Und er war damit für manche Leute auch so etwas wie ein beispielgebender Mensch, dass man durchaus auch gegen das System sein konnte. Das war aber auch, das muss man sehen, ein Handicap, was er nach dem Krieg hatte, nämlich. Er war ja der wandelnde Vorwurf, dass man dagegen sein konnte. Und alle anderen, die waren ja dafür, ob das der Thomas Liessem, Ferdi Leisten, Umbreit, ob das die verschiedenen Karnevalisten waren. Alle haben ja für das NS-System auch in ihren Karnevalsreden geredet. Und dann tritt einer nach dem Krieg wieder auf und er ist derjenige, der gezeigt hat, man hätte es auch anders machen können. Dass so lange der Karl Küpper in Vergessenheit geraten war nach dem Krieg und seine aufrechte Rolle im Karneval nie thematisiert worden ist, hat übrigens zur Verbitterung auch von Karl Küpper geführt. Er ist 1970 verbittert gestorben, weil keiner ihm mal dafür gedankt hat oder geehrt hat, weder die Stadt Köln noch die Karnevalsoberen hier in Köln. Nein, sie wollten einfach nicht an die Rolle, die sie hatten in der NS-Zeit, erinnert werden. Und darum transportierten sie die ganze Zeit danach noch bis in die Ende der 80er Jahre, dass sie angebliche Widerständler gewesen seien. Tatsächlich wissen wir, dass von den großen Karnevalsgesellschaften alle mit dem Absingen des Horst-Wessel-Liedes stehend mit erhobenem Arm und Zeigen des Hitlergrußes begannen. Das zeigt keine Ferne vom NS-System. Hinzu kommt auch, dass fast alle Karnevalsredner, übrigens Karl Berbühr ein deutliches Beispiel, Jubelreden über die Nazis hielten. Das hat nichts mit Ferne und Widerständigkeit gegen das nationalsozialistische Herrschersystem in Köln zu tun. 2011 wurde der Karl-Küpper-Platz eingeweiht zwischen Rathaus und Hohe Straße. Übrigens auch 2011 die Gedenktafel am Haus Kalkerhaumstraße 215, wo er seine Kneipe hatte, die er bis zu seinem Tod 1970 betrieben hatte. Da wurde das erste Mal jetzt an Karl Küpper erinnert und heute oder in diesem Jahr das erste Mal auch durch die Vergabe des Karl-Küpper-Preises. Es wird keine Situation geben, wo es nicht wichtig ist, egal wie stark die Repressionen sind, dagegen zu sein, wenn undemokratische Tendenzen da sind. Das heißt, Karl Küpper ist durch sein Verhalten, durch sein Leben ein Beispiel, dass man auch in harten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen auf Seiten der Demokratie stehen kann. Und was ich sagen will, auch stehen muss. Er hat damit ein mutgebendes Beispiel gegeben.